Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play No More Heroes 2. Ich bin das Alex Muffix. Wir sind hier gerade dabei, unseren nächsten Ranglistenkampf zu machen. Beim letzten Mal haben wir unseren größten Fan, die gute Kimmel, hieß sie, mit Nachnamen, besiegt und einen weiteren Assassinen hier eliminiert. Wir haben sie aber nicht getötet, das will ich betonen, wir haben sie nur ausgeschnockt, weil wir können doch keine Schüler dann einfach ausnocken. Nun ist unser nächster Kampf, wir waren ja auch im ersten Teil mal im Center Destroy Stadium, weiß ich noch, da haben wir doch gegen diesen Cowboy da gekämpft. Und schauen wir mal, wer uns nun im Weg steht. I love watching a group battle in all its chaos. But those fighters, poor things, they never have a chance. And where's the fun in that? The bodies of the fallen, stiffening trophies for the winner. But the real hero hasn't even fought yet, and there was much to reveal. Is it my turn yet? Anybody work here? This is taking forever. Open the gate so I can kick some ass. Visual sensor suggests carnage level satisfactory. Who is my next victim? Question mark. Surprise gasp. You are identified as Travis Touchdown. Luck is an irrational concept, but your presence defies probability. Do you remember me? Question mark. What? I don't know who or what the fu- Wait a second. Oh yeah. You're that fifth-ranked freak Henry sliced up before I got the chance to. Affirmative. After near-fatal decimation, I had no choice but to take this modified form. Looks to me like you just gained a few pounds. Hardware was effective, but my pride was not. With determination levels maximum, I thought only of winning. It was meaningless, futile, illogical. But such is the curse of being run by a human brain. That brain also makes you talk a lot, doesn't it? Henry's the one who tore your shit up. But if you want to take it out on me, go ahead. All I desire is a duel with you. Desire level, 100%. Revenge on primary target was previously accomplished. Behold! Same dramatically. So Henry makes a cameo. Before fighting you, I elected to defeat UAA's formerly top-ranked assassin as practice sequence. This was the same individual on whom I also desired vengeance. Efficient turn of events, do you agree? Question mark. Would you shut up? I just need to make one thing clear. I'm not gonna kill you because of Henry. I'm gonna kill you because your big metal ass is in my way. Devilish laughter. Activating main engine. I already know this routine. 3, 2, 1, fire! Battle cry. Boom! Crap. That was quick. Pretty fast for a tin can. Now it's my turn. Okay, loslegen. What? Ich weiß nicht so ganz, wie ich gegen ihn kämpfen soll. Okay, da glaube ich, können wir hin. Nur in die blauen Felder dürfen wir halt nicht. Ach so, okay, Fall verstanden. Wir müssen in die blauen Felder, oder? Geil. Das ist ein Scheißfight, Mann. Okay, hier sollte ich sicher sein.
Halt die Steuerung. Aber ich komme ja trotzdem nicht zu ihm. Das ist halt das große Problem. So, jetzt. Alter! So, jetzt ist die Chance, ihn anzugreifen. So, und da haut er ab, das kleine süße Mädchen. So. Hoppala. So, ihr seht, er geht auch immer in dieselben Plattformen. Also es gibt noch ein paar begrenzte Plattformen. Okay, also er macht ultimativ viel Schaden. Also, um kurz mal hier zu rekapitulieren, wer das ist. Wenn ihr euch noch an Nummer hier 1 erinnert, es gab der erste Auftritt von Henry, das war bei der Nummer 5. Und als die Nummer 5 kam, kam Henry angerauscht und hat einfach die Nummer 5 einfach mit einem Hieb getötet. Und das war ehrlich gesagt ziemlich unbeeindruckend dann von der Nummer 5. So, jetzt schnell davor. Und jetzt wieder. Bam, 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 bam. Und ja, wir haben es dann... Kopf, zack. Er hat uns dann hier zwar die Arbeit ein bisschen abgenommen, aber natürlich auch ein bisschen den Spaß genommen. Und das ist natürlich nie nett. So. Ist da Pizza? Sehr schön. Okay. So, wir können jetzt eh gerade nichts machen. Ich hole jetzt hier mein neues Schwert raus, weil für den brauche ich mein dickes Schwert für den Typ. So. Komm. Scheiße, jetzt hatte ich... Ah, jetzt. Der Dreckstyp hat mir gerade meine Chance genommen, meinen Supermove zu machen. Hau nicht im Arm. Also eigentlich musst du die Strategie einmal von ihm verstanden haben. Dann ist er ehrlich gesagt ziemlich easy. Und er kann auch im Endeffekt nicht so wie. Er macht halt immer hier seine Plattformattacke und fertig. Er hat Henry scheinbar gefangen genommen? Das kann ich mir nicht vorstellen, Mann. Alter, Henry ist too bad, das Mann. Dass er einfach so von so einem Waschlappen gefangen genommen wird. Der war knapp. So, jetzt. Zack, jetzt können wir schön Schaden machen. Wenn er sich nicht einfach nach einer Sekunde wegportet. Schwert lohnt sich doch nicht so gegen den. Blop! Blop! Süß! Blop! Und jetzt geht er wieder auf die andere Seite. Nein, geht er nicht! Ah. Jetzt bin ich mal schön nah dran. So, und jetzt kommt. Hoppala. Gehen wir mal da hin. So. Zeit wieder für das grüne Katana. Leute, ich komme nur mal an ihn ran, wenn er die ganze Zeit das macht. Aber ist ja wurscht, wir haben im Endeffekt schon gewonnen, Mann. Kein so harter Bossfight, fast so schwer wie der No More Heroes 1, aber fast genauso schwer. Der No More Heroes, da war der, mussten wir danach gegen Henry kämpfen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, mussten wir nicht. Er macht zwar echt Ultraschaden, Mann, das muss man schon mal so sagen. Aber im Endeffekt kein Problem. Und jetzt lass es uns beenden. Das ist für dich, Metallarsch. Und auch ein wenig für Henry. Dr. Let's Shake. Toad.
Master, it's been a long time. Shinobu? Wait, what did you say? Did you call me Master? I don't have time for apprentices. You have any idea how much pro wrestling is backlogged on my VCR? I came to tell you I got back safely from Asia. You should be happy. I didn't even know you left. Are you listening? I'm not your master. My only desire was to become strong like you, Master. So I trained hard, and I fought to become the champion of Asia. Here's my belt. No way. You won this? That's pretty badass. I was told the competition was heating up in Santa Destroy, and my master was overburdened. Me? Overburdened? Who told you that? Sylvia. She said I should come back and help you. What? Who's that bitch think she is, my nanny? Listen up, Shinobu. This is my war. I don't need help from anybody. Well, the thing is, it's kinda too late for that. Huh? What are you talking about? I'll explain later, Master. But you should go to the bathroom first. Seriously, it's a long story. Fine, but I'm not your goddamn master. UA Rangliste Nummer 10, Lurching. Was? Nummer 10? Wir waren doch gerade noch auf Level 23. Irgendwie skippen wir die Liste für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell vor. Ja, Shinobu, die einzigen Leute, die eigentlich aus... Es gibt im Endeffekt 4 Leute, die Nomo Heroes 1 überlebt haben. Wir, Travis, Nummer 2, Shinobu, Nummer 3, Henry, mehr oder weniger, und Sylvia. Und Shinobu, das war eine unserer Gegnerinnen, und in einem Kampf haben wir sie bezwungen, aber am Leben gelassen. Und sehr cool, dass sie wieder auftaucht, Mann. Sehr schön finde ich das. Okay. Speichern wir und dann schauen wir doch mal, was er auf das nächste auf uns wartet. Ich will jetzt gefälligst wissen, wieso Shinobu da ist, wieso sie sich nicht mehr zurückgehen kann und was Sylvia vorhat, Mann. Und ist Henry tot? Das wäre irgendwie nicht so cool. Naja, schauen wir aber erstmal, wieso Shinobu da ist. Da bin ich schon gespannt. Sorry for interrupting your time abroad, but will you fight for Travis? Sure. I'm eager to kill, so hurry with the details. Straight to the point. I like that. Can you handle 2 of our top 10? Only 2? That's nothing. Why don't I just take them all? You've grown confident. Yeah, but not overconfident. Unlike you, I can see myself objectively. Creepy little girl. Don't forget your promise. Double-cross me, and you're dead. You cannot kill me, silly. You're not worth the stain on my blade. Alter Falter! Sehe ich das jetzt richtig? Spielen wir Shinobu, B springen. Erhalten, dann los an den Zanzangriff. Im Sprung halten für einen Sprungangriff. P für einen fliegenden. Aua. Sie kann nicht blocken. Also sie bewegt sich nicht so agil wie Travis, Mann. Alter Leute, aber. Das finde ich natürlich geil, Mann. Wir spielen jetzt Shinobu. So, sie kann hüpfen. Sie kann einen Sprungangriff machen. Oh, sie irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist so ein kleines, süßes Mädchen. Ah, okay, sie ist kein kleines, süßes Mädchen. Sie ist definitiv kein kleines, süßes Mädchen. Aber dieser Move, Mann, das sieht irgendwie so süß aus, Mann. Wenn sie da so von oben so runter so... So. Genau, so ist es. So, und... Bam. Aber sie hat keine Special Moves drauf. Das ist ein bisschen schade. Kann ich da irgendwie rüber? B, oder? Ah, ich kann hüpfen. Ist das cool, Mann. Okay, nur 2 der Liste müssen wir eliminieren. Ja, dann macht das natürlich Sinn. Wieso, Boah, wir schon Nummer 10 hier mit Travis sind, Mann. Die Shinobu hat die alle erledigt. So, wir sind in einer Bank hier. Aber das finde ich cool, Mann. Ich habe langsam irgendwie das Gefühl, unser Endfight des Spiels wird Sylvia sein, Mann. Man weiß nie, oder? Wäre interessant. So, geht's da lang? Nee, schade.
Okay, finde ich aber ziemlich cool, dass wir Shinobu spielen. Bevor wir jetzt aber hier mit Shinobu weiter hier alles abmulksen, würde ich sagen, machen wir nochmal einen kleinen Cut. Und nächstes Mal geht's dann weiter hier mit Let's Play No More Heroes. Oh, warte, das will ich sehen, was sie macht. Ah, sie schleift es, sieht das nicht so cool halten wie Travis. Bevor wir jetzt aber weitermachen, einen kleinen Cut und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, auf Wiedersehen, ciao.